Ah, so, meine Freunde der gepflegten elektronischen, pädagogischen, politischen, diktatorischen Unterhalt. Unterhaltung, Bildung, keine Ahnung. Wir sind zurück mit dem letzten pa Teil unserer Diktatoren. Er ist Paddy, ich bin Chris. Servus, ich stehe Vorweg wieder Kommentare, Meinungen in die Kommentare. Gewohnt sachlicher Ton. Wir stellen keinen Anspruch auf Professionalität, Richtigkeit, Vollständigkeit. Habe ich noch was vergessen? Wahrheit, Fairness und Transparenz. Genau. Im Moment, das war wieder was anderes. Da stellen wir auf jeden Fall keinen Anspruch drauf. Wahrheit. Professionalität sieht anders aus und ja, das sind unsere persönlichen, das sind Sachen, die ihr aus Google und Wikipedia rauskriegen könnt, untermauert vielleicht mit einigen Beiträgen, die wir irgendwo mal gelesen oder gehört haben. Ja. Ja. Wir nehmen eigentlich das Ereignis gestern, 9.11. Nein, ich meine nicht die Reichspogromnacht, sondern den Mauerfall und die Wiedervereinigung Deutschlands zum Anlass, um jetzt schlussendlich über unsere deutschen Diktatoren zu sprechen. Wir reden nicht über Adolf Hitler, der war der Anfang. Wir schließen die Reihe jetzt ab und kommen im Jahre dann schlussendlich im Jahre 1989 an. Wir sprechen einmal über Walter Ulbricht und Ulbricht. Ulbricht oder Ulbrich? Ich weiß es gerade gar nicht. Ulbricht. Mit T am Ende. Gut, Da habe ich. steht ein T am Ende. Ja, ich weiß nicht, ob ich das Falsche geschrieben habe, ob da zu viel war. Und Erich Honecker. Und die zwei maßgeblichen Figuren in unserer Deutsch-Demokratischen Republik, kurz DDR oder auch Ostdeutschland genannt. Die Frage, ob Deutschland zusammengewachsen ist oder nicht, soll hier nicht beantwortet werden. Das ist eine Diskussion, die. Die Frage stellt sich gar nicht. Genau. Und ja, wir fangen dann einfach mal an. Paddy wird auch hier der Hauptwortführer sein. Ich kann euch sagen, ich werde gleich einen schönen Einspieler bringen, wenn Paddy sagt, ich kann ihn bringen. Sehr gut. Ja, ich werde allerdings nicht mit dem Gründungsdatum der DDR anfangen, sondern im Jahr 1945. Da wisst ihr, da ist der Zweite Weltkrieg zu Ende gegangen. Nein, da kam nicht irgendeine neue Anime-Serie raus. Keine Oder. neue Staffel How I Met Your Mother. Ja, eigentlich wollte ich irgendwas mit Scripted Reality sagen, aber ich habe es dann doch gelassen. Naja, wie dem auch sei. Und zwar, Deutschland wurde geteilt. Und zwar in vier Sektoren. Wie wir alle wissen, die vier großen Mächte haben sich ja nicht nur Deutschland, auch Österreich aufgeteilt, wo, welches Gebiet sie verwalten sollen. Also die Briten, die Amis, die Franzosen und die Russen. Die Russen haben das, was man heute DDR genannt hat, bekommen. Ausnahme war Berlin, da haben alle vier einen Teil bekommen. Die Hauptstädte wurden eigentlich genauso geteilt wie der Rest des Landes. Genau. In Wien war das, glaube ich, ähnlich. Exactus. Und ja, Berlin wurde halt auch geteilt unter den Vieren und die Russen bekamen das, was man Ostberlin nannte. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Walter Ulbricht, mit dem fangen wir an. Er ist für uns der erste Wichtige im Laufe dieses Gebietes, weil Walter Ulbricht beauftragt wurde, nachdem er war in Russland früher, kam dann nach Deutschland zurück, hier ein stalinistisches System aufzubauen mit seiner Gruppe Ulbricht. Und das sollte dann die Deutsche Demokratische Republik werden. Offiziell wurde er ja erst Vorsitzender des Staatsrats 1960, aber war schon von Anfang an der Mann, Walter Ulbricht war der Wichtige. Die Gruppe, die Richtig. das aufbauen sollte, war immerhin die sogenannte Gruppe Ulbricht und nicht die Gruppe Meyer. Richtig. Zeigt schon, dass er hier eigentlich der Wichtige war. Und offiziell stand er halt von 1950 an der Spitze bis 1971 an der Spitze des Zentralkomitees der SED. Das Ganz so kurz. viel heißt, wie er war Parteichef. Ja, das Zentralkomitee ist die Entscheidungsdistanz eigentlich. Er ist der Mann der Männer. Er hat den größten. Bauch vielleicht. Ja. Ja. Und damit begann ja eigentlich mehr oder weniger der Aufbau dieses Systems, DDR. Er war also der Aufbauer, Honecker war der Abreißer sozusagen, wenn man so will. Vielleicht noch mal kurz noch mal Ergänzung. Wir diskutieren auch nicht, ob die DDR ein Unrechtsstaat war oder nicht. Nee, das überlassen wir lieber der Linkspartei, denn die drückt sich so schön vor der Frage. Ja, ich Entschuldigung. glaube, die haben das jetzt gesagt, dass das ein Unrechtsstaat Oh, war. haben Sie es endlich kapiert? Ja.
Es kommt ja auch immer, na gut, ihr Argument, es kommt immer darauf an, wie man Unrechtsstaat definiert. Aber das ist, wie gesagt, ein anderes Thema. Genau, ist jetzt nicht das Thema. Wir unterhalten uns nicht über Genosse Gysi und seine Männer. Ja, Walter Ulbricht hat, wie gesagt, die DDR sozusagen aufgebaut, dieses stalinistische System. Wichtig war, den Sozialismus in Deutschland aufzubauen, was ihm ja auch gelungen ist. Man muss ja anschauen, wie was aus der DDR wurde. Genau. Unter ihm ging es der DDR eigentlich doch recht gut. Ja. Er ist natürlich mitverantwortlich für den Aufbau der Stasi, der Staatssicherheit. Er hat unter anderem mit die Planwirtschaft eingeführt. Ja, als Stichwort: Es gibt Badewannen, es gibt mehr Badewannen als Menschen. überspitzt formuliert, ja. Ja, es gibt dafür aber keine Bananen. Und Auch wenn es immer diese Bananen gibt. immer auf diese Bananen, ne? Ja, die sind einfach ein Synonym geworden. Ja, das ist okay, Synonym. Ja, und er gilt quasi, ja doch, man könnte sagen, er ist eigentlich das Gegenstück zu Adenauer gewesen, der gleichzeitig Ja. in der Bundesrepublik Kanzler war. Ja, zwei, die sich nicht unterschiedlicher sein könnten. Richtig. Von Ausrichtung und allem. Richtig. Während Adenauer einen deutlichen Westkurs einlegte, legte Ulbricht natürlich einen sehr starken Pro-Moskau-Kurs ein. Klar, weil er Kommunist durch und durch war. Richtig. Und ich sag mal, in der DDR war es immer so, oder generell in Staaten, die von anderen abhängig waren, wenn du beispielsweise in der DDR gut sein wolltest, musstest du einen sehr guten Draht zu Moskau haben. Und den hatte Ulbricht nun mal. Jo. Zumindest unter Stalin. Hoppla, Kabel. Paddy ist offenbar gerade in der Küche unterwegs. Ja, ich habe heute noch kein bisschen zu mir genommen. Da sind wir schon mal zwei. Jo. Aber wir wollen jetzt auch nicht über Essen sprechen. Ja, sonst krieg ich nur Hunger. Moment. Ja. Ah, wie gesagt, das ist ja der Professionalismus von uns. Ja, genau. Ja, DDR. Die Sachen, die man heute eigentlich so mit DDR verbindet, verbindet man eher mit Erich Honecker. Das Ja, muss man schon ich. sagen. Das habe ich. Das ist auch gerade so das Phänomen gewesen, offscreen, gerade zwischen den Videos. In der Pre-Show. In der Pre-Show, die ihr natürlich nicht sehen werdet, auch nie zu sehen bekommt, habe ich Paddy eigentlich mal gefragt, wieso bringt man eigentlich mit der DDR immer nur Erich Honecker in Verbindung? Ja, da habe ich gesagt, ich weiß nicht, vielleicht weil es mit Honecker abwärts ging. Weiß ich nicht. Oder einfach weil er zeitnaher ist. Weil Ulbricht ist ja schon ein bisschen länger, ja. Richtig. Ich meine, man muss ja nur schauen, wann der Mann aktiv war, sozusagen, Richtig. in seiner Karriere. Aber wichtig war natürlich, zu so einem richtigen sozialistischen System gehört der Fünfjahresplan. Die Planwirtschaft, es wird alles penibel geguckt, was werden wir in den nächsten 5 Jahren produzieren. Was ich natürlich von meiner Logik her absolut schwachsinnig finde, muss ich ehrlich sein, weil woher weiß ich, wie viele. Was weiß Wie ich. viele Käfer ich nächstes Jahr brauche. Ja, in dem Fall, wie viele. Ja, sagen, wie viele Fernseher brauche ich in 5 Jahren? Weiß ich nicht. Kann ich da ausrechnen? Ja, das ist der große Nachteil bei der Planwirtschaft. Ja, und man muss auch dazu sagen, jetzt ein bisschen die DDR fast schon zu verteidigen. Die Russen haben, als sie die Kontrolle bekommen haben, sehr, sehr viele generell sehr viele Betriebe abgebaut und in die Sowjetunion verfrachtet und einige nicht wieder aufgebaut, weil sie kaputt gingen im Laufe des Transportes. Deindustrialisierung, wo das oder Demontage, wo das, glaube Die ich, genannt. Demontage, genau. Das haben die Westmächte auch gemacht, aber zu einem viel, 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 viel kleineren. Erstmal das und zweitens hatte das den Vorteil, die Maschinen, die abgebaut wurden, die waren sowieso alt und wurden durch neue, modernere, bessere Maschinen ersetzt. Das war Also auch im noch der Westen. Unterschied. Muss man dazu sagen, im Westen. Ja, im Westen wohl bemerkt. Also der Osten hatte eigentlich einen sehr, sehr, sehr schwierigen Start. Das hing natürlich auch damit zusammen, dass Stalin sich natürlich an den Deutschen rächen wollte für die Gräueltaten aus dem Krieg. Ja. Und ja, die DDR hat es dann so gesehen zu Ausbau. spüren gekriegt. Also man darf jetzt nicht sagen, die DDR war jetzt einfach von Haus aus, haben sie es an die Wand gefahren. Nee, es war schon ein scheiß Start, muss man ehrlich sein. Die Startvoraussetzungen waren ganz, wie schon Adenauer und Ulbricht, zwischen Westdeutschland und Ostdeutschland können unterschiedlicher gar nicht sein. Im Westdeutschland wurde der Marshallplan, da haben die USA richtig Geld reingepumpt. Ja, da muss ich allerdings einhaken. Den haben sie auch Ostdeutschland angeboten, da hat Moskau abgelehnt.
Gut, aber trotzdem, die Voraussetzungen waren unterschiedlicher, hätten sie nicht sein können. Genau. Aber da hat Moskau gesagt, nö, vom Westen nehmen wir nichts an. Bisschen engstirnig, aber bitte. Man hat ja gesehen, wo es am Ende hingeführt hat. Jedenfalls hat Ulbricht die 5-Jahresplan, war es so gerade stehen geblieben. Durchgeführt. Und ich glaube, der erste Plan war kein 5-Jahresplan, ich glaube, sondern ein 2-Jahresplan. Dann wurden es 5 Jahre. Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Aber wie gesagt, also das ist das Wirtschaftsmodell des Ostblocks gewesen. Wir haben einen Plan, Burschen, das produzieren wir in den nächsten 5 Jahren und so schaut's aus. Was natürlich argumentiert wurde es von Walter Ulbricht mit, das hat er in Jahresplan kam in so einem kleinen Büchlein raus, im Vorwort mit, ein Plan ist notwendig, weil in jeder Familie wird das Geld, das zur Verfügung steht, ja auch geplant, sonst würde nur Chaos entstehen. So war sein Gedankengang. Aber wie gesagt, ich weiß halt nicht, was ich in den 5 Jahren wirklich brauchen werde. Und vor allem, wenn ich auf Plan arbeite und ich für den Bonus, den ich vielleicht erziele, nicht belohnt werde, sondern im Gegenteil. Sagen wir, du sollst in den 5 Jahren 100 Autos produzieren. Du produzierst in den Jahren 100, 110 Autos. Da wirst du nicht gelobt, so nach dem Motto, super, Gratulation, hier ist was extra. Nee, im nächsten Plan darfst du 120 Autos bauen. Weil du dir gezeigt hast, dass du effektiver bist. Genau, und da haben dann die Wirtschaftstreibenden natürlich dann sehr schnell gesagt, ja gut, Burschen, wir brauchen 110, wir bauen 110 und kein bisschen mehr. Richtig. Weil das würde ja nur unseren Plan unnötig in die Höhe treiben. Man muss auch sagen, dass Westdeutschland, also wenn ich von Deutschland spreche, meine ich in dem Zusammenhang jetzt Westdeutschland. Oder die Bundesrepublik, sage ich dann eher, dass die auch sehr stark aus den Produkten aus Ostdeutschland profitiert hat. Stichwort IKEA-Regal. Stichwort Aldi-Tüten. Die Aldi-Tüten, die wir hier gebraucht haben damals, die kamen aus Ostdeutschland. Die Nachfrage war so groß, dass die sogar Soldaten rangezogen haben, um diese Aldi-Tüten zu produzieren. Was war der Sinn dahinter? Die DDR wollte damit Devisen verdienen. Richtig. Geld verdienen. Weil Einfach um Geld verdienen. Es ist zwar ein die sozialistischer. antikapitalistische Gesellschaft wollte Kapital damit schaffen. Richtig. Und nur weil es sozialistisch ist oder beziehungsweise kommunistisch, die sagen ja, alles gehört allen, heißt es ja nicht, dass der Staat kein Geld braucht. Staatsbedienstete müssen ja bezahlt werden. Richtig. Deshalb, wir würden das Geld abschaffen, das würde im Chaos enden. Ja, mein. Heutzutage ist es ja auch so, es ist ein anderes Thema. Man muss jetzt dazu sagen, die DDR war nicht von Tag 1 die Nummer 2. Anfangs, wirklich in den ersten paar Jahren, ist der DDR sogar ein bisschen besser gegangen als der Westen, aber im Laufe der Zeit hat dieser Marshallplan Marktwirtschaft hat begonnen zu greifen und ab dann begann Stichwort Wirtschaftswunder. genau das vielfach zitierte legendäre deutsche Wirtschaftswunder setzte ein Mit der im Osten. Einführung der D-Mark in Ostdeutschland wurde die Ostmark eingeführt. Und ab da war die DDR der kleine Zweite eigentlich. Ja, wurde auch von der erstmal von der Bundesrepublik nicht anerkannt, wurde auch von der UNO bis ins Jahr 73 nicht als Mitglied anerkannt, Wo wir auch noch dazu kommen wo wir auch werden. noch dazu kommen werden. Ja, die DDR war eigentlich richtig im Arsch. Ab dem Zeitpunkt. Nee, ich wollte eigentlich sagen, im Ostblock angekommen, während die Bundesrepublik im Westblock angenommen wurde. Genau, so kann man es natürlich auch netter formulieren. Man kann auch sagen, der Kalte Krieg wurde eigentlich in Deutschland ausgetragen. Ja klar, Da als war die ja, Schnittstelle. da war die Schnittstelle. Klar, das ist logisch. Wie gesagt, ab dem Zeitpunkt war die DDR Nummer 2 und viele Betriebe sind dann aus dem Osten in den Westen abgewandert. So wie die Bürger auch weggerannt sind. Es gibt genug Firmen, Weller, dieses Haar. Dingsi war eine davon, die jetzt spontan aus dem Kopf einfällt. Haare Kopf, ha. Oh Gott. Bevor jetzt hier jemand meint, das war Absicht, nein, das war es nicht. Ja, und ihr merkt schon, Abwanderung, das ist ein Begriff, den wir nachher auch noch verwenden werden, nämlich relativ gleich, weil die Ostdeutschen hatten damit ein riesiges Problem. Klar, die haben gesehen, dem Westen, da geht's super, denen geht's immer besser, uns Warum hier nicht. bleiben? Warum hier bleiben? Vor allem, man muss dazu sagen, das habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, ich bin böse. So unprofessionell. 1953
gab es in der DDR den sogenannten Aufstand des 17. Juni, es war ein Arbeiteraufstand, klar. Und ja, es gab Streiks, Demonstrationen und ja, er wurde ziemlich blutig von der Roten Armee niedergeschlagen. Das war bis ins Jahr 89 der, ich glaube, auch einzige und letzte Massenprotest in der DDR. Ja, das ist dieses berühmte Bild, wo Steine gegen Panzer geworfen wurden. Ja. Was war der Grund? Es hätte eine Normenerhöhung stattfinden sollen, was man nicht so geil fand. Oh, jetzt müsstest du vielleicht nur sagen, was eine Normenerhöhung ist. Aber wie formuliere ich das am besten? Die für einen Lohn aufzubringende Arbeitsleistung. Also wenn ich jetzt 10 Stunden arbeiten muss für 100 Euro, muss ich ab jetzt 12 Stunden arbeiten für 100 Euro. Das ist im Prinzip. Also man kann sagen, mehr Arbeit für weniger erklärt. Geld. Genau, und das fand man jetzt nicht so toll, weil... Wer arbeitet schon gern für weniger Geld? Das macht keiner, auch nicht die Griechen machen das freiwillig gerne, weil es ihnen Spaß macht. Ja. Wieder anderes Thema. Genau. Ja, und da ist man sich in der Staatsführung der DDR klar geworden, irgendwas müssen wir gegen diese Abwanderung tun, gegen diese Flucht, diese panikartige Flucht. Es sind ja wirklich, wenn die Mauer nicht gekommen wäre, wäre die DDR einfach leer gewesen. Ja. Zumindest jetzt nicht von diesen hartgesottenen Sozialisten, die sagen, heute noch die DDR war das bessere von den beiden Systemen, wäre die DDR doch recht menschenleer gewesen. Ja, und da musste man handeln, man musste irgendwas machen. Und ihr wisst jetzt alle, worauf wir hinaus wollen. Nein, man hat nicht die Absicht, eine Mauer zu errichten. Ich kann dir das belegen. Ach, du kannst mir das belegen, das will ich jetzt hören. Ja. Wie kannst du mir das belegen? Na, warte, ich hoffe jetzt. Natürlich geht das Video jetzt gerade nicht. Ich glaube es doch nicht, weißt du? So. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. So. Ich habe nichts gehört. Du hast es auch nicht gehört, aber im Video hat man es gehört. Das finde ich. Ja, aber ich wollte den Beweis. Na, egal. Ja, der Aufbau der sogenannten Mauer. Ja, die 61, oder zumindest im Juni 61, noch kein Thema war für Walter Ulbricht. Offiziell. Inoffiziell hat er natürlich mit seinem Chef für die Sicherheit, Erich Honecker, natürlich schon fleißig an dem Plan für die Mauer gearbeitet. Und ja, am 13. August 61 begann dann um 1 Uhr nachts der Bau der Berliner Mauer. Ja, man muss dazu sagen, wenn man heute Bilder von der Berliner Mauer sieht, sieht man sie meistens im Endstadium. Weil an der Berliner Mauer wurde in den fast 30 Jahren ihrer Existenz pausenlos gearbeitet. Es wurde pausenlos gearbeitet, sie verbessert. Nach jedem erfolgreichen Fluchtversuch wurde diese Methode unschädlich gemacht und so weiter. Am Anfang war sie noch sehr, sehr durchlässig und provisorisch. Mhm. Auch weil man gedachte, das ist nur so eine vorübergehende Phase vom Ulbricht. Der beruhigt sich schon wieder. Nein, hat er nicht. Und es gibt da dieses legendäre Bild, dass ein DDR-Soldat in letzter Sekunde durch so eine Lücke springt und in den Westen flüchtet. Ja. Ein ziemlich bekanntes Bild. Ist in meinem Schulbuch sogar drin gewesen. Also im österreichischen Schulbuch, nicht in den deutschen. Ja, also es war noch relativ vergleichsweise einfach durchzukommen, später dann nicht mehr, eben weil sie immer weiter aufgebaut wurde. Minenfelder, Stacheldraht, Wachtürme, Wachhunde, Schießanlagen, Selbstschussanlagen, Minen. Leuchttürme, die das ausleuchten, an manchen Stellen, also, wo Bruder war. Also es war wirklich. Kurz gesagt, der sogenannte Todesstreifen wurde aufgebaut. Genau, nach und nach. Ja, also es war keine kurzzeitige Phase. Richtig. Vom Herrn Ulbricht. Ja, aber Herr Ulbricht fing irgendwann an, etwas andere Ideen zu haben, als Moskau sie gerne hätte. Ja. Entschuldige. Mhm. Hast du da ein Beispiel für uns? Nein, habe ich nicht. Natürlich nicht. Ich kann, ich glaube... Wo bin ich hier noch gelandet? Ich glaube, er wollte irgendwie mehr Devisen aus dem Westen an sich binden oder sowas.
Irgendwelche Wirtschaftsideen hatte der, die dem Es ging Moskau um die nicht, Wirtschaft auf jeden Fall. die Moskau nicht gefallen hat. So nach dem Motto, Burschen, ihr seid im Ostblock, nicht im Westblock. Ja, und zu dem Zeitpunkt war Brezhnev, glaube ich, an der Macht. In Moskau. Kommt drauf an, welches Jahr du dich jetzt beziehst. Ja, aufs Ende. Aufs Ende, ja, da war dann. Also, Ende von Ulbricht war Brezhnev. Gut. Ja, und zwar, Walter Ulbricht wurde dann im Jahre 1973, da ging seine Herrschaft offiziell zu Ende. Was ist passiert? Ist der Mann krank geworden? Ist es ihm nicht gut gegangen? Nein! Er wurde freundlich zum Rücktritt gebracht von einem gewissen Erich Honecker, Zu weil, dem wir gleich kommen. richtig, das ist der nette Herr, der kein Deutsch kann. Ja. Entschuldigung, das war unprofessionell, ich weiß. Ist mir egal. Weil Honecker hatte einen ziemlichen Stein im Brett bei Brezhnev und hat gesagt: Brezhnev, hör zu. Hör zu, Brezhnev. Wenn ich an die Macht komme, werde ich das umsetzen. Brezhnev hat gesagt: Gut, mach mal, vierti, hau masse. Und dann sind sie hingefahren in das Anwesen von Ulbricht und haben ihn freundlich zum Rücktritt gezwungen. Man kann auch sagen, er ist zurückgetreten worden. Genau, er ist zurückgetreten worden. Das ist genauso, wie wenn die Kanzlerin sagt, sie spricht ihr vollstes Vertrauen in irgendeinen Minister aus, dann weiß er, in 3 Monaten ist er weg vom Fenster. Ja. Der Todeskuss der Cosa Nostra. Ja, der Todeskuss der Frau aus dem Osten. Nein, und damit war die Ära Ulbricht vorbei. Und ein neuer Stern stieg auf, nämlich des Wessis aus dem Osten. Oder der Wessi im Osten, man weiß es nicht. Erich Honecker wurde dann, was hast du auf deiner Folie eigentlich alles drauf? Mal kurz angucken. Geburtsdatum, Todesdatum und zwei, drei Pünktchen. Zwei, drei Pünktchen. Oder Strichelchen. Also offiziell kam er erst 76 an die Macht, aber eigentlich hat er schon ab 73 wirklich die Fäden in der Hand gehabt, weil Vorsitzender des Staatsrats ist nicht gleich Nummer 1 im Staat, da sind ein paar andere Instanzen, das Zentralkomitee beispielsweise, im Politbüro. Das sind die Instanzen, wo praktisch alles entschieden wurde. Da wurde Richtig. alles entschieden. Da gibt es irrwitzige Geschichten, was in diesem Politbüro alles besprochen wurde. Die kleinsten Unnötigkeiten, ist jetzt kein wahres Beispiel, aber zum Beispiel wurde da überlegt, welche Sockenfarbe bitte die Friseurinnen tragen sollen. Überspitzt formuliert. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Also eine Quasselstube par excellence, nur mit dem Unterschied, dass in dieser Quasselstube alles entschieden wurde. Kommt mir bekannt vor. Kennst du das da mit den Ölkännchen, die auf den Tischen im Restaurant stehen sollten? Was? Das kommt mir irgendwie so bekannt vor. Egal. Nein, ich vergleiche nicht die EU mit der DDR. Nein, um Gottes Willen. Nein. Das ist Ich normalerweise vergleiche es meine nur mit dem Aufgabe. Politbüro. Das ist normalerweise meine Aufgabe hier, Ja, egal. für die böse Stimmung zu sorgen. Ach ja, Und du was? bist ja der Nazi. Hey, aufpassen! Ich bevorzuge Rechtspopulist. Okay. Aber ich bin kein Populist, ich bin ein Rechtsarschloch. Egal. Ja, Erich Honecker, der Mann, der eigentlich die Symbolfigur für den Abstieges der DDR ist, Ja. hat viele Gründe. Ein Grund dafür ist, dass er die, ja, ich nenne sie jetzt mal Reformen von Ulbricht gestoppt hat und sehr versucht hat, anfangs sich beliebt zu machen beim Volk. Indem er neue Wohnungen gebaut hat und so weiter. Ja, aber alles hat ein Ende. Und seine Wirtschaftspolitik hat dann anscheinend nicht wirklich den wirklichen Erfolg gebracht. Man muss Das sagen, Synonym dafür ist ja eigentlich der Trabant, der ja eingeführt wurde und dann irgendwann nicht mehr weiterentwickelt wurde und deswegen auf dem Stand der 60er oder so stecken geblieben ist. als die DDR erstmal drohte, pleite zu gehen, es gab ja einmal die Pleite am Ende und dann gab es ja vorher noch eine Pleite. Und da ist Herr Honecker zu Franz Josef Strauß gefahren, nach Bayern.
Jo, Nicht nach Bonn zu Kohl war das, glaube ich, schon. Nein, er ist nach Bayern. München gefahren und Strauß hat ihm sofort einen Kredit über was weiß ich wie viele Millionen Mark ausgestellt. Und ja, das ist natürlich, damit die DDR noch weiter existierte, weil es sind ja Billigprodukte, die man im Westen verkaufen kann, so klein, für kleines Geld. In Relation kleines Geld, weil die DDR ihre Produkte im Westen mehrere Prozent unter dem Durchschnitt anbieten musste. Das heißt, die DDR hat versucht, Sachen zu verkaufen und hat teilweise Produkte unter dem Produktionspreis verkaufen müssen. Also stellt euch vor, ihr zahlt 100 Euro für ein Handy, ist absolut Schwachsinn, weil die meisten 700 Euro kosten, ne, Apple. Und 2 Wochen später verkauft ihr es für 95, habt ihr 5 Euro Verlust. Binnen 2 Wochen. Ja. Wird keiner machen, aber man hat einfach die Idee gehabt, lieber ein bisschen Minus machen als viel Minus. Das Richtig. war die Idee dahinter, um damit vielleicht die Wirtschaft anzukurbeln. Ha ha ha, hat nicht funktioniert. Ja, und deswegen mussten andere Sachen noch ausgebaut werden, außer der Mauer. Ich glaube, du hast dich gerade gemutet. Nee, ich habe das Kabel rausgezogen, Ah, okay. unabsichtlich. Ja, also nicht nur die Mauer musste immer weiter aufgebaut werden. Man muss dazu sagen, die Flüchtlingszahlen sind dann wirklich gesunken. Also das hat in der Hinsicht funktioniert. Es gab natürlich immer Fluchtversuche, auch Auch erfolgreiche. Flüchte, ob jetzt mit Heißluftballonen oder Tunnel oder durchrennen durch den Todesstreifen. Es gab die irrsinnigsten Versuche. Ja. Einige haben geglückt, einige nicht. Und einige sind zu Tode gekommen in dieser Grenze. Es gibt unterschiedliche Zahlen, die ich gehört habe, wie viele jetzt im Laufe der Mauer durch die Mauer verstorben sind. Deswegen werde ich jetzt keine Zahlen nennen. Es sind auf jeden Fall, ich glaube, mehrere Hunderte auf jeden Fall gewesen. Bin ich ziemlich sicher. Ja. Wie gesagt, genaue Zahlen habe ich nicht im Kopf, deswegen sage ich jetzt auch keine Zahl. Denn was man nicht sagt, da kann man nicht festgenagelt werden. Richtig. Jetzt weiß ich, warum die Merkel so erfolgreich ist. Egal. Hey, du hast ihren Trick durchschaut. Richtig. Jetzt. Ja, was auch immer, immer wichtiger wurde, ist ein weiterer Begriff, der ein Synonym für die DDR ist. Stasi. Was hat es mit der Staatssicherheit auf sich? Das Ministerium für Staatssicherheit. Ja, man kann sagen, um es mal ganz auf die heutigen Sachen umzumünzen, die Staatssicherheit ist heute, was man NSA nennt. Zumindest was das Abhören von Leuten angeht. Aber die Stasi, die ging noch viel weiter. Ja, also ich sag mal so, das, was die NSA heute zur Verfügung hat und diese Bereitschaft der Leute, ihre Daten preiszugeben, da hätten die sich damals an der Stasi die Finger nachgeleckt. Jedenfalls war das Ministerium für Staatssicherheit damit beauftragt, politische Straftaten zu ermitteln und zu verfolgen. Korrekt. Und es wurde 1950 gegründet, also noch zu, noch nicht mal zu Ganz am Zeiten, Anfang, ganz am Anfang noch, mit zum beim Aufbau noch. aber es ist immer weiter ausgebaut. Richtig, zu diesem Überwachungsapparat, wie wir ihn heute kennen. Es gibt natürlich ein bekanntes Beispiel, das ist der Berater von Helmut Schmidt gewesen, der Guillaume. Guillaume hieß er, glaube ich. Ja, ich weiß, wenn du meinst. Da kam er dann raus, dass er. Genau, der war ein Mitarbeiter der Staatssicherheit, hat für die Stasi gearbeitet. Und daraufhin ist dann Helmut Schmidt, habe ich gerade, weil Helmut Schmidt ist doch falsch. Willy Brandt, Entschuldigung, Willy Brandt. Willy Brandt ist dann zurückgetreten, danach kam Helmut Schmidt. Ja. Und die Stasi hat quasi über jeden Bürger der DDR Buch geführt. Jo. Es gibt ja auch heute das Amt für die Stasi-Unterlagen, früher Gaukbehörde genannt, weil unser jetziger Bundespräsident jahrelang Leiter dieser Stasi-Unterlagenbehörde war. Und da hat man die Möglichkeit, seine Akte, die Stasi über ihn geführt hat, einzusehen. Und da das Irrsinnige daran ist, es wurden nicht nur Bürger aus Ostdeutschland beobachtet, sondern auch Familien von Angehörigen aus Ostdeutschland, die in Westdeutschland wohnen, Ausgewanderte und auch generell ein paar Westdeutsche.
Genau. Also die haben da ein riesiges Netz aufgebaut eigentlich an, ja, wir wollen alles von euch wissen. Und das ging ja auch manchmal sehr, es ging richtig pervers zu, eigentlich, dass man sogar seine eigenen Kinder zugebracht hat, so Fragen zu stellen. Richtig. Es gibt das aus relativ bekanntes Beispiel, da wurde, wie gesagt, das hat, wir hatten das erzählt, ich überlege gerade, Lothar de Maizière hat das, glaube ich, erzählt, dieses Beispiel. Zwar die bei der Tagesschau hat die Westdeutsche und die Ostdeutsche Uhr, eine hat Striche und die andere hat Punkte bei der Uhr, wisst ihr, die Minutenanzeiger. Und da wurden die Kinder dazu gebracht, dass sie mal fragen, was jetzt, wie, ob jetzt Punkte oder Striche bei der Fernsehuhr sind. Damit hat man festgestellt, ob die Leute Westfernsehen gucken, was verboten war. Ja. Also irrsinnig. Ja, also man konnte sich eigentlich so vor der Stasi nicht schützen. Also man kann quasi sagen, dass in einem Haus, also das waren ja meistens so Blockbauten in der DDR, dass es da vielleicht mal einen Hausmeister gab und das war zumindest ein indirekter Mitarbeiter der Staatssicherheit, diese berühmten IMs. Ja. Und der hat dann Buch geführt, wer wann aus dem Haus gegangen ist und wann der wieder zurückgekommen ist. Ja. Mit wem? Mit wem, ob er alleine zurückgekommen ist und wenn ja, mit wem, wann? Wann ist diese andere Person wieder gegangen? Ja. Wie oft haben die sich getroffen? Also über sowas alles wurde Buch geführt. Und das war natürlich eine enorme Statistik, die da erfasst wurde. Ja, man wusste alles über jeden. Es war der gläserne Bürger. Genau. Und was war das Ziel? Ja, das Ziel war einfach nur Einschüchterung des Volkes. Ja, na, das offiziell wurde gesagt, da wir müssen lernen zu erkennen, was die Bürger denken. Wir müssen lernen zu erkennen, wer fliehen will. Man wollte anscheinend aus diesen Daten irgendwelche Muster kennen, um zu schauen, ob der Republikflüchtling sein könnte oder sonst irgendwas. War die offizielle Bezeichnung natürlich. Ja. Aber wie gesagt, diese Staatssicherheit unter Erich Mielke war gefürchtet, verhasst. Es gab da mal, auch das sind jetzt keine genauen Zahlen, wie viele Stasi-Mann auf DDR-Bürger kamen, um jetzt sich das mal zu vergleichen. Ich habe jetzt keine genauen Zahlen gekauft. Ich meine, in der DDR war auf 180 DDR-Bürger ein Stasi-Mitarbeiter, in Russland waren es über 300. In Tschechien über 700. Da sieht man erst, was das für ein eng gestricktes Netzwerk war. Richtig. Und das Netz hat wirklich keinen durchgelassen. Oder die durchgelassen wurden, wurden gezielt durchgelassen. Ja. Und natürlich, weil Paddy gerade sagt, es wurden auch die Familien in Westdeutschland beobachtet, ist ja klar. Hat der viele Kontakte im Osten? Wie oft haben die telefoniert mit ihren Verwandten im Osten? Kann das vielleicht eine Vorbereitung, ein Fluchtversuch sein? Die Gedanken steckten alle dahinter, als man die Stasi, als die Stasi gearbeitet hat. Einfach, damit die Leute nicht abhauen. Richtig. Weil alles dem Ziel untergeordnet. Alle müssen da bleiben, wo sie sind. Vor allem muss ich dazu sagen, die meisten, die geflohen sind, waren Leute aus dem vielfach zitierten besten Alter. Junge. Ja. Die was noch lange, lange erwerbstätig wären. Die meisten Älteren, die hatten sich irgendwie in das System. Es ist ja auch so, wenn du heute auf die Straße gehst und fragst, so ältere Leute, was war besser, DDR oder BRD? Da sagen viele, ich sag nicht alle, um Gottes Willen, nicht alle. Viele sagen, die DDR war besser. Ich will die DDR zurück. Bitte! Baut es wieder auf? Ja, zieht die Mauer. Ich meine, es ist ja wirklich so, dass viele sagen, die Mauer, warum ist die Mauer, war eigentlich gar nicht so verkehrt. Aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Ja, aber man merkt schon, mit der DDR verbindet man irgendwie alles Schlechte. Alles war irgendwie scheiße, schlecht oder witzig oder aberwitzig oder sonst irgendwas. War es natürlich nicht. Ich möchte jetzt an der Stelle sagen, nicht alles in der DDR war schlecht. Anders als in der FDP. Entschuldigung. Ich möchte eins nur anmerken. In der DDR war die frühkindliche Betreuung super gut ausgebaut. Das ist auch heute, wenn du heute hier über Frühkindbetreuung sprichst, haben die in den neuen Bundesländern überhaupt keine Probleme damit. Das Problem sind die im Westen. In den alten Bundesländern. Die haben unglaubliche Probleme damit, diese Struktur da aufzubauen. In der DDR war das früher gang und gäbe, dass dein Kind schon mit
zwei, drei Jahren abgegeben hast und dann arbeiten gegangen bist. Oder sogar noch früher. Es ist ja schon Babyalter heute teilweise, was diskutiert wird, was in Frankreich gängige Praxis ist. Ja. Also alles, was mit Sozialen wirklich zu tun hat, hat funktioniert. Das muss man zugutehalten. Richtig. Das Problem ist nur, dass der DDR das Geld ausgegangen ist. Ja, auch durch ihre wirtschaftlichen Irrsinnigkeiten. Eine weitere Irrsinnigkeit, die ich jetzt erwähnen möchte, ist, dass man die Preise nicht nach dem Weltmarkt gerichtet hat. Nein, es gab eine eigene Behörde, die immer mal wieder entschieden hat, was wird teurer, was wird billiger. Das endet dann so irrwitzig, dass das ostdeutsche Brötchen immer 5 Pfennige gekostet hat. Auch wenn mittlerweile die Produktionskosten x-fach höher wurden. Aber es wurde einfach immer mehr subventioniert, damit die Preise schön niedrig bleiben. Aber, also wie gesagt, 5 Pfennig für ein Brötchen. 20 Pfennig für die verfickten Verkehrsbetriebe. Hallo, 20 Pfennig? Und dann gleichzeitig kosten Fernseher 4000 Ostmark. Ja, wo muss das Geld herkommen? Genau, also das war so irrwitzig. Sie waren Subventionen extremst. Wohnungen zum Drittel subventioniert, Strom zu einem Viertel, manche sogar noch wesentlich mehr Prozent. Also natürlich, je mehr ein Staat subventionieren muss, das ist Geld, das fehlt. Na klar. Anstatt, dass man sagt, Burschen, es ist jetzt vielleicht sehr nichts praktisch schön für euch, aber wir müssen die Preise erhöhen. Denn ich sage immer wieder, das sage ich auch heute noch, nicht jede negative Maßnahme, die man treffen muss, also negativ für das allgemeine Volk, ist etwas, was sich den Kopf kostet. Wenn du etwas richtig argumentierst und wirklich aufzeigst, das ist absolut notwendig, damit es uns später wieder besser geht, dann würde ich nicht sagen, dass sich das 20% deiner Wähler kosten. Das stimmt. Also ich weiß nicht, dass man sich vor jeder irgendwie eventuell negativen Entscheidung drücken möchte. Aber das ist ein allgemeines Problem bis heute. Das hat nicht nur die DDR betroffen. Richtig. Aber man merkt immer wieder, der DDR droht, der Saft auszugehen. Also es war, wie gesagt, einige Sachen, Produktionsanlagen, die veraltet waren. Wie gesagt, der Trabant, der 20 Jahre nicht weiterentwickelt wurde. Oder wo du erstmal dich auf Jahre anmelden musstest, um einen zu bekommen. Viele Eltern in der DDR haben so gemacht, dass sie bei der Geburt des Kindes einen Trabi bestellt haben, dass der am 18. Geburtstag auch wirklich da ist. Ja. Irre witzig. Ich meine, heute, wenn du heute ein Auto kaufst, ja, Grissi hätte gern da den 6er Golf oder was da aktuell ist, was weiß ich. Ja. Den hast du. Du musst doch nicht erstmal Monate oder Jahre warten. Ja. Aber wir gehen, glaube ich, einfach mal weiter. Wir gehen weiter in der Zeit. Ja, und wie wir es schon beim Herrn Ceausescu erwähnt haben, es kam dann eine Wende in Moskau. Mit Michail Gorbatschow. Michail Sergejewitsch Gorbatschow. Und mit den zwei Worten Perestroika und Glasnost, Öffnung und Umbau, frei übersetzt. Mhm. Und Honecker ehrlich, war kein großer Fan davon, genau wie Ceausescu. Richtig. Und das führte natürlich auch wieder zum Unbehagen in Moskau. Denn die DDR war ein Satellitenstaat und Satellitenstaaten hatten das zu tun, was der Planet, in dem Falle Moskau, sagt. Genau. So einfach ist das. Und ja, dann gab es natürlich auch sehr viel Kommunikation zwischen Kohl und Gorbatschow. Ja. Aber da führen wir auch schon wieder fast so weit von weg vom eigentlichen Thema. Auf jeden Fall, man hat da auch wirklich gemerkt, es gibt Spannungen zwischen Honecker und Gorbatschow. Die waren sich nicht grün. Richtig. Honecker, der in der Hinsicht ewig gestrige Betonkopf. Gorbatschow, der Reformator. Jetzt so aus heutiger Sicht. Denn das, was aus heutiger Sicht Perestroika und Glasnost bedeutet, sind Sachen, die für den Westen vollkommen normal waren. Richtig. Im Osten war das eine Weltsensation. Ja. Redefreiheit, seid ihr deppert? Ja, das ist haben viele gedacht, seid ihr deppert? Dass da irgendwelche 50 Pöbeltrottel und sagen dürfen, was ihnen nicht passt? Nee, das war nicht in dem Gedankengang drinnen. Auch nicht bei Erich Honecker. Und ja.
Es zeigte sich schon auch bei ihm, wie schon bei Ceausescu, das wird nicht ewig gut gehen. Man muss auch dazu sagen, in diesen Jahren wurde Honecker schwer krank. Mhm. Weiß nicht genau, was der jetzt genau hatte. Aber er war danach wirklich gezeichnet, wenn man sich die Bilder ansieht. Er war nicht nur alt, aber auch wirklich, da hat man gesehen, der Mann ist krank. Medizinisch. Ja, nicht, ja, dass das jetzt hier wieder unterstellt wird, ich würde ihn als geisteskrank darstellen. Definitiv nicht. Muss ich sagen, definitiv nicht. In seinen Gedankengängen war er sehr logisch. Als Kommunist war es absolut logisch. Deswegen tue ich mir auch schwer, wenn man sagt, irgendwelche Diktatoren waren verrückt. Nein, innerhalb ihres Gedankenganges war alles, was sie gemacht haben, logisch. Und das ist nicht verrückt. Für uns wirkt es vielleicht verrückt, was Honecker, Hitler und Co. gemacht haben. Aber in ihren eigenen Gedankengängen war es absolut logisch. Kommen wir ins Jahr 1989. Also zum Bröckeln des sogenannten Eisernen Vorhangs. Genau, der hat nicht am 9. November zu bröckeln begonnen, wie es vielleicht einige heute glauben, weil es gab ja nur den Mauerfall und sonst gar nichts. Richtig, die Bröcklung hat schon vorher schon angefangen, lange vorher schon. Wesentlich vorher, weil es tut uns leid, aber da waren die Ungarn ein bisschen schneller. Richtig. Die Ungarn haben da als Erste eigentlich schon diese Maßnahmen gemacht. Zuerst teilweise Öffnungen, dann gab es das paneuropäische Picknick, wo das Ding für 3 Stunden komplett geöffnet und jeder durfte gehen, ohne jetzt kontrolliert zu werden oder sonst irgendwas. Und deshalb sind ja auch später viele Ostdeutsche über Ungarn in den Westen geflohen. Ja, dann später nach Prag. Die Bilder von den besetzten Botschaften, die sind in jeder DDR-Doku. Ja. In jeder DDR-Doku. Wo dann Genscher auf die Bühne tritt, auf den Balkon und sagt, ihre Ausreise wurde veranlasst. Ja, und der Satz geht sogar im Jubelmärsch unter. Ja. Ich glaube, er hätte auch sagen können im Moment ihre Ausreise und dann haben ja schon alle angefangen zu jubeln. Ja, wenn man sich die Bilder mal ansieht, irre. Da kriegt man phasenweise auch Gänsehaut. Ja, muss man das stimmt. Ich meine, das war, für die war das die Erfüllung ihrer Träume. Aber, und dann, das ist auch wieder so etwas Irrsinniges. Da stimmt die DDR zu, ja, sie dürfen ausreisen, die Volltrotteln, aber die Züge sollen durch DDR-Gebiet rollen. Warum? Lass sie doch einfach über Tschechien abhauen. Ja. Nein, die mussten in Züge gezerrt werden und durch die DDR, damit man irgendeinen symbolischen Akt vollziehen durfte. Was, und diese Züge kamen dann halt auch in ostdeutschen Städten an, was Massenproteste gab, zur Ursache hatte, weil einige hofften, vielleicht komme ich noch auf diesen Zug. Ich glaube, sogar 1, 2 haben es geschafft. Ich glaube, in Dresden war das. War es Leipzig oder Dresden? Weiß ich gar nicht. Einer von den beiden auf jeden Fall. Also es gab zu dem Zeitpunkt, wir reden jetzt schon Mitte, Ende 89, gab es schon die sogenannten Montagsdemos. Die gab es schon. Das Volk hat sich getraut. Das waren die, was man heute auch natürlich in den Bildern immer gesehen hat, diese riesen Menschenmengen, die einfach friedlich die Straße runtergehen. Ja. Und dann gerufen haben, wir sind das Volk, wir sind das Volk. Ja, vom Palast der Republik. Ja. Zu dem Zeitpunkt, dass Gorbatschow da war, im Amt des 40-jährigen Geburtstages. Die Montagsdemos, die waren auch nicht nur montags, je nachdem, in welcher Stadt man war. In Rostock waren diese Demos zum Beispiel donnerstags. Genau. Und ein wichtiger Punkt war die Kirche. Das war ein zentraler Aspekt. Mhm. Und da muss ich sagen, aus heutiger Sicht überrascht es sehr, dass die Stasi nie in die Kirchen reingegangen ist. Ja, wahrscheinlich hatten die genau wie die Nazis damals Angst, dass das, wenn man gegen bekannte Kirchenfunktionäre vorgeht, dass das den Zorn des Volkes noch stärker schürt. Ja, zum Vergleich in Rumänien habe ich ja erzählt, ein kritischer Pfarrer gekidnappt werden sollen. Und das hat die Revolution vom Zorn gebrochen. Das haben die in der DDR natürlich auch mitgekriegt. Naja, das war ja danach. Das war danach. Ja, macht doch nichts, ist doch egal. Ist doch egal. Auf jeden Fall, mit Kirche ist das immer so eine Sache. Ja, das stimmt allerdings. Ohne und, selbst in einer ja. Ich guck gerade mal, wo sind wir denn gerade hier in der Timeline? Wir sind schon Oktober. Wir sind da jetzt ganz am Ende eigentlich. Ja, was ich jetzt noch vergessen habe, Erich Honecker wurde im Zuge dieser Revolte, möchte ich es eigentlich nicht nennen, Im Laufe dieses Aufbruches, kann man eigentlich sagen, abgesetzt
durch Egon Krenz, der neuer Vorsitzender der SED wurde. Und zwar am 17. Oktober. Das heißt, er war nur ein paar Wochen praktisch. Und das ist insofern interessant, weil ein paar Monate davor gab es in China Massenproteste. Auf dem Platz des Himmlischen Friedens wurden Studenten niedergeschossen, mit Panzern überfahren und sonst irgendwas. Wirklich blutig, brutal. Und die DDR und da als Wortführer Egon Krenz hat diese Maßnahmen der Chinesen befürwortet, ihnen gratuliert. Jetzt war der Mann an der Macht. Und da begann schon die Überlegung, oi, wird das bei uns so enden wie in China drüben? Ja. Die Panzer blieben in den Kasernen. Er hat auch sie nicht rausfahren lassen. Moskau übrigens auch nicht. Also Moskau hat stillgehalten, hat geguckt, wie sich das entwickelt. Ja, denn da kann ich auch kurz sagen, da hatte ich letztens eine Doku nochmal gesehen, da hatte Gorbatschow bei Kohl angerufen und gefragt, wie sieht's aus? Kann ich die Panzer drinnen lassen? Oder eskaliert das? Und Kohl hat ihm gesagt, nein, ist alles friedlich. Kannst du Panzer drin lassen. Ja, und deshalb sind die Panzer auch drin geblieben. Es gibt aber die Legende, dass die DDR-Truppen nicht eingegriffen haben, also jetzt nicht die russischen, sondern die DDR-Truppen, dass die eben diesen Fall mit diesem Zug in Leipzig, wo es wirklich fast eskaliert wäre, weil da 10.000 auf der Straße waren. Die Legende besagt, dass die Soldaten nicht rausgeschickt wurden, weil keiner die Verantwortung übernehmen wollte. Das kann natürlich auch sein. Irgendwas war, dass man keine Verbindung zu den ganz Oberen bekommen hat und keiner von den Unteren die Verantwortung nehmen wollte. Und das soll es verhindert haben. Ich weiß nicht, ob es stimmt, deswegen habe ich es als Legende mal abgestempelt. Wenn es wahr ist, ist es keine Legende, sondern eine Wahrheit. Aber wir waren alle zu dem Zeitpunkt nicht da drüben. Richtig. Ja. Und, Entschuldige, so. Boah. In diesem Zeitraum, wir reden jetzt hier von Oktober, gab es auch die 40-Jahr-Feierlichkeiten, 40 Jahre DDR. Und ja, gefühlt zwei Wochen später war das Land weg. Das war eigentlich die letzte wirkliche Massenkundgebung der DDR. Die letzte Feier. Und ja, dann war es eigentlich. Wie ging es zu Ende? Ich meine, wir haben es eigentlich nur gesagt auf Diktatoren, aber wie ging es zu Ende? Ja, es wurde dann irgendwann mal beschlossen. Am 9. November. Richtig. Sollte eine Ausreisemöglichkeit getroffen werden vom Politbüro, was sie denn auch getan haben. Aber da gab es einen kleinen Schönheitsfehler. Es stand in dem Papierchen nicht, wann das in Kraft treten soll. Und dann gab es am Abend. Dann gab es einen pfiffigen Reporter. Oder genau. Diese berühmte Presse. Genau, die legendäre Pressekonferenz vom 9. November mit Horst Günther Schabowski. Ja, genau. Das Problem war, laut dem, was ich weiß, war der bei den Verhandlungen zu diesem Papier nicht anwesend. Der wusste davon nichts. Egon Krenz soll zu ihm gesagt haben, hier, trag das auch noch vor, das ist die Weltsensation. Und man muss dazu sagen, der Herr Schabowski war wohl nicht wirklich vertraut mit investigativen Reportern, die auch nachfragen. Das war ja wohl etwas Neues in der DDR zu dem Zeitpunkt. Und er fragt halt einen, dieser pfiffige Reporter, ja, wann tritt das jetzt eigentlich in Kraft? Und du siehst Schabowski so, oh Scheiße. Also, der guckt Scheiße. Auch dann, der blättert dann auch in seinen Unterlagen nach. Und sagt, laut meinen Informationen ist das... Ab sofort. Unverzüglich. Ja. Ab sofort. Und du siehst wirklich in dem Moment, wenn du dem ins Gesicht siehst, Scheiße, irgendwas stimmt da nicht. Ja. Irgendwas passt da nicht. Aber es stand nichts da, weil es gab anscheinend keinen Termin. Und freie Ausreise und plötzlich sind sie alle an die Grenze. Richtig, und alle wollten raus und die. Ja. Das ging so schnell, dass die Grenzwachen noch gar nicht mal wussten, was überhaupt los ist. Die waren total überfordert mit dem Ansturm an Menschen. Die haben zuerst gesagt, nö, hier ist nix. Dann haben sie doch mitbekommen, ja, es ist doch, aber nur einer nach dem anderen, weil Pass und so abgeben, Stempel, was auch immer. Dann hat man gesagt, okay, die was raus wollen können, die lassen mir den Pass abstempeln. Das bedeutet allerdings Annullierung der Staatsbürgerschaft. Ja. Wir haben das Bild stempelt. Ja, und der Antrag, da wurde immer mehr, es wurden immer mehr Menschen. Und ja. Dann an der
Bornholmer Straße war das, glaube ich. Ja, da hatten sie jetzt. Da gab es ja auch letztens auch den Film dazu, ja. Ich glaube, Bornholmer Straße war es. Und da haben die zwei Verantwortlichen, die dort seit über 20 Jahren, ich glaube, einer seit Tag 1 der Mauer dort gearbeitet hat, haben gesagt: Wir öffnen, es reicht, sonst ist es eine Katastrophe. Ja. Die hatten auch gestern den Verantwortlichen bei Günther Jauch in der Talkshow. Genau, genau. Der war da gestern. Ich habe es nicht gesehen, aber der war auf jeden Fall da. Und plötzlich wurde West-Berlin von den ganzen Ossis überrannt. Ja. Wobei die meisten haben ja auch gesagt, sie wollen sich's nur angucken, sie kommen wieder. Ja. Aber ja, der Rest ist Geschichte. Erich Honecker musste dann ins Exil, weil ihm ein paar Sachen vorgeworfen wurden. Ja, Stichwort Schießbefehl, deswegen hat man ihn auch in Westdeutschland gesucht. Genau. Der Schießbefehl bedeutet ganz einfach, wer versucht, über die Mauer zu fliehen, soll angeschossen werden. Er soll, also die offizielle Bezeichnung, er soll daran gehindert werden, dass er flieht. Also zuerst. Ja gut, meistens war es dann so, die haben dem ins Bein geschossen. Ja. Und der dann haben sie ihn elendig im Todesstreifen verrecken lassen. Ja. Oder einige haben dann auch noch so irgendwelche Mullbinden den zugeworfen. Aber das war es dann auch. Ja. Wie gesagt, ich habe keine genauen Zahlen, es sind auf jeden Fall zu viele. Einigen wir uns auf zu viele sind ja. Todesstreifen gestorben. Ja, gestorben ist noch irgendwann mal Erich Honecker in Chile, in seinem Exil. Was macht eigentlich Margot Honecker heutzutage? Weiß ich gar nicht. Das ist seine Ehefrau. Ja, weiß ich gar nicht. Soll ich mal gucken? Ja, ich weiß. Lebt die Alte noch? Nee, ich glaube, die lebt nicht mehr. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Margot Feist. Später mal. Die lebt noch. Doch, die Tatsache, die lebt noch. Die lebt noch. 1927. Ja, stattliches Alter. Die olle Schabracke, ey. Oh, Entschuldigung. Sie ist Ehrenmitglied der KPD. Ja. Super. Gut, kleine Parteien ist mal so ein Thema für sich. Da gibt es zu jeder Bundestagswahl eine schöne Doku drüber. Die Paddy sich immer wieder sehr gerne anguckt. Das finde ich wunderbar. Gut. Das waren dann unsere Diktatoren. Ja, das waren sie. 52 Minuten nochmal zum Abschluss. Also, wir haben fast nochmal Hitler getoppt oder sind an Hitler nochmal rangekommen. Man muss dazu sagen, wir sind mehr auf den Staat an sich eingegangen als die beiden Herrschaften. Aber es ist die DDR. Es ist man passt. Kann eigentlich sagen, dass das Schicksal von den beiden hier, die wir gerade hatten, mit der DDR eigentlich wirklich sehr stark verknüpft waren. Wenn es der DDR gut ging, ging es Ulbricht und Honecker auch gut. Und als es ihnen beschissen ging, ging es zumindest Honecker beschissen. das war dann unsere Diktatorenreihe, die ist fertig. Nein. Jetzt müssen wir uns überlegen, ob wir eine neue Reihe aufmachen. Das diskutieren wir aber offscreen. Die Pseudodiktator. Folge Gaddafi. 1, Angela Merkel. Gaddafi. Nein. Und keine Diktatoren, bitte. Nein, keine Diktatoren, den hatten wir ja auch. Jedenfalls. Er ist wieder da. Er ist wieder da. Und das war's. Ja, hat mir Spaß gemacht. Ja, ich hoffe, den Zuschauern gefällt das auch wenn wahrscheinlich jetzt schon die meisten sowieso wieder abgeschaltet haben. Ja, Arschlöcher. Bei 53 Minuten. Natürlich nur die abgeschaltet haben, mein Paddy. Natürlich. Und abonnieren, kommentieren, favorisieren. Bis neulich. Tschüss.